Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, ich würde mal sagen, Let's Play namens Aquarist. Ich muss allerdings eins vorweg sagen, ich wollte diese Folge heute schon mal aufnehmen, weil bis zum 12., also bis diese Woche Freitag, ist das Spiel noch im Angebot. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich ja so den einen oder anderen darauf aufmerksam machen, der das Spiel gerne haben würde, der ein kleiner ja, Fischfan ist. Und deswegen wollte ich heute schon mal die erste Folge hochladen. Beziehungsweise eventuell kommt die auch Mittwoch erst hoch. Da muss ich mal schauen, wie ich das in den Plan reinkriege. Aber dann habt ihr immer noch 2 Tage Zeit, euch das zu holen, sollte es etwas für euch sein. Das heißt, seid mir nicht böse, wenn ihr eventuell ein paar Tage darauf warten müsst, bis die nächste Folge kommt, weil ich wollte nämlich jetzt, wo die Ferien wieder vorbei sind, immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ja, wollte ich halt wieder richtig durchstarten und dementsprechend werde ich auch wieder neue Folgen bringen von unserem Autospiel. Ich komme gerade nicht drauf, Expeditions. Und das wird sich dann immer abwechseln und dann muss ich mal schauen, wie ich das mit Aquarist mache, wie ich das da so reinkriege. Es werden aber auf jeden Fall noch weitere Folgen. Und ich starte jetzt einfach mal in ein neues Abenteuer. Ich muss dazu sagen, ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Aber das habe ich ja nie. Gespeiche. Oha. Sag mir bitte nicht, dass ich das bin. Achso, ich dachte gerade schon. Hallo, mein Sohn. Zu deinem 14. Geburtstag habe ich ein besonderes Geschenk für dich. Du weißt, ich bin verrückt nach Fischen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich, dein erstes eigenes Aquarium zu besitzen. Alles Gute zum Geburtstag. Bevor ich es vergesse, du hast hier etwas Geld, um Dinge für dein Aquarium zu kaufen. Gib es mit Bedacht aus. Fragst du dich, warum ich so stark bin, dass ich das ganze Aquarium angehoben habe? Du musst schon in jungen Jahren viel Fischöl trinken und wirst so wie ich heranwachsen. Nicht nur diese Flocken mit Milch. Ja, das ist sowieso nicht gut. Ja gut, Fischöl ist gar nicht so schlecht gesagt, aber Fischöl trinken, hat er, glaube ich, gesagt, das ist schon ein bisschen eklig. Okay, jetzt sind wir da. Gibt es hier einen Spiegel? Ich bin 14, hat er, glaube ich, gesagt, ne? Und ich scheine ein Junge zu sein, so wie mein Zimmer aussieht. Ich meine, Gitarre und so könnte auch von Mädchen sein, aber das sieht so spärlich aus und so lieblos irgendwie. Wo ist denn? Ach, da oben ist mein Bett. Was soll ich machen überhaupt? Verwende. Ja, das ist klar, das ist ja normal. Und dann? Oh, die Kamera ist aber mega schnell eingestellt. Das mag ich gar nicht. Moment, ich versuche die mal eben etwas langsamer einzustellen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, aber ein, zwei Punkte darunter sind eindeutig zu wenig. Ja, ich bin schon die ganze Zeit rumgelaufen. Drücke Q auf dem Aquarium. Vor allen Dingen drücke Qua auf dem Aquarium, um es zu inspizieren und zu sehen, welche Art von Wasser drin ist. Es ist sehr wichtig, die richtige Art von Fischen, Pflanzen und Dekorationen, die richtige Art von Wasser zu geben. Sonst sterben sie. Okay. Ja, bringt mir das jetzt was weiter? Soll ich 2 Seesterne da reinsetzen? Oder was heißt das jetzt? Oh, es ist aber noch nicht fertig übersetzt, so wie das hier aussieht. Es ist aber nicht mehr im Early Access, soweit ich mich erinnern kann. Ich meine, es ist jetzt vor kurzem offiziell ja aus dem Early Access rausgegangen. Klicken Sie hier um den was? Um den mein erstes Aquarium. Was mache ich da? Klicken Sie auf den Namen und nennen Sie. Okay. Gameplayerins. Nein, nicht feuchter Traum. Aquarium. Ja, man sollte auch schreiben können. Moment. Aquarium. So, was muss ich machen? Entern? Ja. Drücke Tab, um ein Geschäft zu eröffnen. Es soll wahrscheinlich heißen, drücke Tab, um ein Geschäft zu eröffnen. Leute, habt ihr das irgendwie frei übersetzt mit Google? Tab, um ein Geschäft zu eröffnen. Okay. Ich habe zwar keinen Laden, sondern einfach nur in meinem kleinen Kinderzimmer jetzt hier was, aber okay. Kaufe eine Schaufel und Erde für dein Aquarium. Ja, ich sehe beides nicht, ehrlich gesagt. Um Zubehör zu kaufen. Eine Schaufel. Kaufe. Ist mein ganzes Geld schon weg.
Schaber. Ist das nicht das Essen? Also dieses Fressen, was man da so reinkippt? Wo kriege ich denn jetzt Erde hin? Hin, genau. Erde her. Ich meine jetzt nicht Meersalz, oder? Netz, Schaber. Fisch, Ländereien, Dekorationen. Um Aquarien zu kaufen. Mein Gott, da habe ich ja eins. Was meinen die jetzt mit Erde? Ich wüsste jetzt auch nicht, dass man so richtig Erde überhaupt da reinmacht. Also Meersalz, könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass sie das vielleicht meinen. Aber das ist nicht grün. Okay, ich klicke jetzt mal einfach alles an, ob hier irgendwas. Wieso grün eigentlich? Das ist blau. Ob hier irgendwas blau angezeigt wird, wird aber nicht. Ich kann die anderen Sachen auch nicht. Die Schaufel kann ich anklicken. Netz, Schaber. Meersalz kann ich nicht anklicken. Hier war ich auch schon mal drin. Ah. Ah. Okay. Sack mit Erde. Sack mit Erde. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal das heller. Sieht irgendwie schöner aus. Was ist mit dem anderen? Sie kostet gleich viel. Dann nehmen wir das hellere. Nimm neue Erde und die Schaufel auf. Von wo soll ich das denn aufnehmen? drücke Q, um zu inspizieren. Fischlist. Ja. Geh nochmal mit Tab rein. Zubehör haben wir doch eigentlich schon gekauft. Gekauft. Nimm neue Erde und Schaufel auf. Es wäre schön, wenn ich die irgendwie dann auch. Oder zumindest eine Anleitung bekommen würde, wie ich das reinkriege. Hallo? Habe ich Inventar vielleicht? I. I habe ich auch nicht. Auf 1 drücken bringt mir auch nicht viel. Ach! Ah! Aha! Warum sagen die nicht einfach, dreh dich um und dann hast du die Sachen im Inventar? Ah, drücke 1, um die Schaufel zu wählen. Klick auf das Aquarium. Hilfe. okay. Zack. Zack. Der hat auch eine Anzeige. Er will nicht mehr. Okay, das müssen wir jetzt so 4, 5 Mal machen, so wie es aussieht. Ah, komm. Wieso kann ich das nicht im Aquarium machen? Wieso muss ich das schon fast außerhalb vom Aquarium machen? Ja, du sollst es immer noch nachfüllen. Ich weiß nicht, warum ich überall zigmal draufdrücken muss. Aber es funktioniert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Boden zu komplettieren. Was soll ich denn hier komplettieren? Um Gegenstände abzulegen. Ich will die aber nicht ablegen. Jetzt habe ich die auf den Boden abgelegt. Ja, toll. Das habt ihr ja toll gemacht. Okay. Ja, schmeiß einfach mal weg. Ist auch kein Thema. So. Die würde ich aber gerne ins. Moment. Eins. So. Jetzt gehe ich auf zwei. So. Kauf und nimm einen Stein für dein Aquarium. Einen Stein. Dekorationen. Steine. Ein Stein. Eine geile Dekoration. Wir kaufen einen Stein. Konnte man bei Teso übrigens jetzt auch machen. Für gar nicht so wenig Kronen, ehrlich gesagt. Und nimm den Stein. Moment, ist der dann wieder hinter uns? Ach, guck mal. Wenn man das einmal weiß, dann hat man das auch gelernt. Das Problem ist nur, es wird einem ja nicht gesagt. So, zack, haben wir den Stein reingehauen. Kaufe und sammle 4 Gegenstände in deinem Inventar. Drücke E, um das aufzunehmen. Nummerntasten ändern Gegenstände. Das hat euer Azubi geschrieben, oder? Sorry. Oh Gott. Okay. Wir sammeln 4 Gegenstände. Die dürfen wir anscheinend nicht sammeln. Oder? Moment, Pflanzen. Doch, Pflanzen dürfen wir. Steht denn irgendwo drin? Art des Wassers grün. Grün, grün. Das sind anscheinend alles schon die richtigen aktuell. 17. Nehmen wir doch mal die, die am billigsten sind. So, machen wir mal eins da rein. Was ist das? Ein Stock. Stöcke sind immer gerne gesehen. Kaufen auch einen von. Dann eine Dekoration.
Spalte. Okay. Ist teuer, aber kaufen wir auch mal, weil das war so schön am Blinken. Habe ich jetzt drei schon gekauft oder habe ich jetzt. Habe ich vier schon gekauft oder drei? Ehrlich gesagt, ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen. So, Moment. Zwei. Zack. Drei. Zack. Kann man übrigens auch die linke Maustaste drücken, habe ich jetzt festgestellt. Und zack. Ich hätte es vielleicht ein bisschen größer holen sollen, ne? So, Objekt bearbeiten. Kann ich das bearbeiten? Skalieren. Ach, kann man. Ah, das ist cool. Das kann man noch im Nachhinein machen. Ich würde es halt nur gerne. Ach so. Nee, das ist, wo das hingestellt werden soll, ne? Dieser helle Punkt. Ich will das nicht bewegen. Ich will das da reinmachen. Ach so. Hallo? Du kannst auch gerne stehen bleiben, wenn ich dich da hinstelle. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um zu bearbeiten. Verwende Scrollen. Ja, das ist auch. Ach so, okay. Okay. Moment, dann machen wir das mal eben anders. Dann, wieso kann ich das nicht fallen lassen? Ich will das nicht bearbeiten. Ich will das. Hallo. Ich will das hier einfach drauflegen. Kann ich nicht mehr, wenn es einmal da drin ist. Na gut. Oh, nee. Gut, dann lassen wir das. Nee, jetzt ist es. Ihr könnt mich doch mal. Eieiei, ist das heute kompliziert. Okay. So. Ja, ich war es doch gerade am Bearbeiten. So. Steck das Ding da rein. So, zack. Dann die 4. Liegt jetzt immer noch krumm und schief. Super. Objekt bearbeiten kann ich nur größer und kleiner machen. Alter! Wieso bezahle ich da jetzt auch noch für? Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht nett. So, ja, da wir das jetzt leider nicht anders hinkriegen und nicht mehr drehen dürfen, ich weiß auch nicht genau warum, nehmen wir das jetzt so. So. Das Ding ist doch auch schief hier. Verwende die Scrolltaste, um zu bewegen. Halte die rechte Maustaste gedrückt zum Bearbeiten. Ja, das kann ich ja noch alles nachvollziehen. Ich darf es nur nicht wieder kleiner machen. Ja, toll. Hallo, ich möchte es kleiner haben. Ah, jetzt. So. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ich darf es hier nirgendwo. Muss ich das hier irgendwo dran machen oder was? Nö, wir schmeißen es einfach so ins Aquarium. Okay, haben wir unsere Schuld getan. Wunderbar, sieht richtig toll aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dekoration, zum Beispiel Stein, um statistisch machen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was Sie damit meinen. Auf diese Weise wird es nicht durch andere Dekorationen umgeworfen. Das hätten Sie mir vielleicht vorher sagen müssen. Also mit der rechten Maustaste auf die Dekoration. Zack. Und dann darf ich die damit verkaufen, aber sie wird nicht statistisch gemacht. Nee, statisch, Entschuldigung. Ist statisch. Die ist aber nicht statisch. Wenn Sie die Dekoration auf statisch einstellen, wird der Artikel stabil und Sie können weitere Dekorationen dran anbringen. Ach so. Okay. Aber dann ist das, ja, dann ist das so ganz toll statisch, wenn das umgefallen ist. Gut, ich meine, das ist jetzt die versunkene Stadt. Ne? Das habe ich natürlich absolut extra so gemacht. Das ist alles mit Absicht. Klicken Sie mit der, ja. Kauf einen Filter. Einen Filter. Einen Filter. Sind das die hier? Filter. Filter hört sich gut an. Ist aber sehr teuer. Gut, das sind die natürlich immer. So, dann. Ich stehe auf zwei, ne? Verwende, die Frage ist, muss man den hier unten? Der wird automatisch an die Wand gehangen, oder? Ja, das sieht gut aus. Aber wo muss ich den jetzt? Was ist das für ein Filter? Muss ich den so ein Stück. Also ich kenne es von früher von meinem Vater so, dass sie so ein Stück raushingen. Aber ich weiß nicht, ob das dieser Filter hier ist oder ob die auch mitten im Wasser unten hängen können. Setz den Filter ins Aquarium. Wenn ich den jetzt wieder da oben hin mache, dann fliegt der gleich wieder runter. Pass auf. Oh nee, der hält.
Der hält, ja! Klick mit der rechten Maustaste auf den Filter, um ihn zu inspizieren. Gegenstand ist nicht unter Wasser. Genau. Der wichtigste Faktor ist, den besten Filter zu haben. Muss der jetzt unter Wasser? Oder was wollen die mir jetzt damit sagen? Oder heißt das, der ist jetzt aktiviert, weil er nicht unter Wasser ist? Ich habe keine Ahnung. Schalte den Filter ein, damit die Fische mit Sauerstoff versorgt werden. Ja, wie mache ich den an? Gar nicht. So, jetzt habe ich den wieder. Dann machen wir den ein Stück unter Wasser. Also das ist wohl einer dieser Filter, die tatsächlich unter Wasser sein müssen. Na gut. Wie gesagt, ich kenne es nur so, dass die oben ein Stück raushängen. Kaufe eine Heizung. Das war nämlich das Problem auch, dass unsere Krebse damals immer rausgekrabbelt sind, weil die oben raushingen. So, eine Heizung. Die ist auch ziemlich teuer, aber nehmen wir mit. Ist aber sehr klein. Kann man die auch größer machen? ich möchte die nur nicht direkt nebeneinander haben, weil... Moment. Muss das rot sein? Weil sonst hänge ich die so auf der Höhe auf. So, Temperatur. Aktivieren müssen wir die wahrscheinlich auch, ne? Kaufe ein Thermometer. Was sollen wir denn noch alles holen hier? Thermometer. Ach so, ja, das war ja die Heizung. Ja, klar. Ich wollte gerade mit der Heizung ablesen, wie viel Grad wir haben. Ich glaube, das hätte ein bisschen schief gehen können. So, das muss auf jeden Fall unter Wasser sein. Gehe ich mal stark von aus, weil alles andere wäre ja unlogisch. So, Temperatur 14 Grad. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Das Aquarium ist bereit für Fische. Kaufe zwei Goldfische. Nee. Das sah jetzt so nach Goldfisch aus. Zwei Goldfische. Da. Zack. Ach, die sind so, wie man sie kauft. Okay. Drücke auf das Aquarium, um den Fisch hineinzusetzen. Das war nicht hineinsetzen, das war hineinschleudern. Hallo? My first Goldfish. Ah, okay. Das sieht danach aus, als ob, wenn wir da Fische reinwerfen, wortwörtlich, dass wir dann Errungenschaften bekommen. Das ist cool. Ich lege mal das Ding, glaube ich, hier ab, oder? Das ist ein bisschen nervig. So, jeder Fisch hat seine eigene Statistik. Drücke die rechte Maustaste auf den Fisch, um sie anzusehen. Wo sind die denn hier? Ich kann aber die Fische nicht auswählen. Der ist zu schnell. Moment, drücke Q. Ah, man kann aber hier gucken. Also, Temperatur findet er nicht gut. Außerdem hat er Hunger. Er findet, da sind zu wenig Pflanzen drin. Was hat der hier für Ansprüche? Temperatur. Na gut, die Temperatur, denke ich mal, wird aber jetzt hochgehen, oder? Das muss ich nicht ernsthaft versuchen, den Fisch anzuklicken. Ja, doch, ich glaube, ich habe es geschafft, obwohl er es mir nicht angezeigt hat. Der Zustand eines Fisches wird durch seine Parameter bestimmt. Wenn jeder Parameter des Fisches zufrieden ist, wenn jeder Parameter zufrieden ist, wird er wachsen und Nachkommen bekommen. Eine gute Möglichkeit. Ja, aber wenn das jetzt zwei Männchen sind, wie wollen die das machen? Eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist, kleine Fische zu kaufen und sie so lange zu züchten, bis ihr Wert steigt. Große, ausgewachsene Fische können für noch mehr Gold verkauft werden. Wenn wir einen Fisch vernachlässigen, wird er aufhören zu wachsen und sich zu vermehren. Und im Extremfall kann er sogar sterben. Oh je. Das heißt, Memo an mich. Wir müssen jeden Tag ein Spaßprogramm machen, damit die Fische nicht vernachlässigt werden. Der Hungergrad zeigt an, ob deine Fische Nahrung brauchen. Fische, denen Nahrung fehlt, sterben. Die Fische freuen sich, wenn sie gefüttert werden. Fische, die Raubtiere sind und hungrig sind, jagen andere, kleinere Fische, um sich selbst zu ernähren. Ja, klingt irgendwie logisch. Kann der mal stehen bleiben? Der ist hier so ein Rumhampeln die ganze Zeit. Die Temperatur ist sehr wichtig für die Fische. Versuche sie innerhalb des vom Fisch angegebenen Bereichs zu halten. Ja, gut, mit solchen Sachen kennen wir uns ja aus, durch die Dinosaurier, die wir schon gezüchtet haben, durch, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, dieses andere Aquarium, ja, Simulation, sage ich mal.
damit sie gute Bedingungen fürs Wachstum und die Fortpflanzung haben. Wenn die Temperatur zu niedrig oder zu hoch ist, sind die Fische unzufrieden. Hä? Oh, bitte. Und können sogar sterben. Ja, es tut mir leid, es ist eine Berufskrankheit. Wenn ich irgendwo Rechtschreibfehler sehe, oder in diesem Fall Sätze, die keinen Sinn ergeben. Es tut mir wirklich leid, seht mir das bitte nach. Ich kriege da immer die Krise. Da kräuseln sich bei mir immer regelmäßig die Zehennägel hoch. Fische benötigen unterschiedlich viele Pflanzen. Versuche die Anzahl der Pflanzen im vorgeschlagenen Bereich zu halten, damit sie sich wohlfühlen. Denk daran, dass Pflanzen auch wachsen und die entsprechenden Werte benötigen, um zu überleben. Kleine Pflanzen zu kaufen und... kaufen und große zu verkaufen ist ein guter Weg, um Geld zu verdienen. Okay. Fische betrachten die Dekorationen als einen Ort, an dem sie sich verstecken können und als Abwechslung in ihrer Umgebung. Stell also sicher, dass genug davon vorhanden sind, damit sich die Fische wohlfühlen. Denk daran, dass nur die richtigen Objekte in das jeweilige Wasser passen. Zum Beispiel Süßwassersteine, Salzwasser, Korallen. Gut, Korallen verstehe ich noch, aber die Steine kann ich doch eigentlich überall reinmachen. Einige Fische leben gerne in kleineren Gruppen, andere bevorzugen eine größere Gesellschaft. Wähle die richtige Menge an Fischen aus, damit sie sich wohlfühlen und vermehren können. Manchmal musst du einen neuen Fisch kaufen, ein anderes Mal musst du einen rausholen oder verkaufen. Es lohnt sich regelmäßig, die Menge und den Zustand der Fische zu überprüfen. Ach hier, okay, aber die würden gerne noch einen dritten haben, damit sie dann einen flotten Dreier machen können, oder was? Oder vielleicht auch vier, ich weiß nicht, wie weit das hier hochgeht. Der richtige pH-Wert im Aquarium ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Jeder Fisch hat sein individuelles Fach, in dem er sich am wohlsten fühlt. Der pH-Wert kann mit Sonderposten eingestellt werden. Denken Sie daran, dass extrem hohe oder niedrige pH-Werte Ihre Fische sogar töten können. Aber das scheint ja im guten Bereich zu liegen. Wenn diese Warnung, also alles rot, auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass eine Pflanze in einem schlechten Zustand ist und stirbt. Also die hier unten wahrscheinlich nur. Du musst herausfinden, welche das ist und dafür sorgen, dass ihre Bedingungen wieder ordnungsgemäß sind. Das sind dann die Fische, die Probleme haben. Kritischer Zustand. Finde ihn, bring seine Parameter wieder in Ordnung. Und das dürfte dann wahrscheinlich der Filter sein. Wenn diese Warnung erscheint, hat eines der Aquarien keinen funktionierenden Filter. Fische in einem solchen Aquarium sterben an Sauerstoffmangel. Ja, klicken Sie auf den Namen und geben Sie den neuen Namen Ihres Fisches ein. Goldie 1. So. Wir müssen uns um unsere Fische kümmern. Kauf und nimm Fischfutter. Das wollte ich schon die ganze Zeit, aber ich muss ja immer irgendwelche anderen Sachen hier. Ich weiß nur nicht, was von denen jetzt was ist. Ich darf schon wieder gar kein Fischfutter holen. Was stand da gerade mit... Achso, für pflanzenfressende Süßwasserfische. Ich habe gerade fleischfressende gelesen. Eieiei. Okay, ich denke mal, eins reicht erstmal. Wobei ich weiß, dass es relativ schnell auch zu Ende sein kann. Wo haben wir dich denn? Nein, mit Q kann ich nicht laufen. So. So. Inspizieren wir Q. Hallo? Hunger ist in Ordnung. Machen wir nochmal was reinkommen. Wir müssen uns ja ein bisschen rantasten, ne? Hunger ist jetzt schön grün. Okay, Temperatur. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich die Temperatur höher kriegen soll. Soll ich da jetzt noch eine Heizung reinsetzen? Weil die ist ja komplett unten. Pflanzen. Pflanzen könnte ich noch reinsetzen und ein bisschen Dekoration und noch einen Fisch. So, Moment. Wir haben ja gar keine Goldfische mehr. Falscher Clownfisch. Oder... ich kann ja nicht mehr... Ich will neue Fische machen. Achso. Nee, sorge dafür, dass die Parameter korrekt sind. Das kann ich holen, aber ich darf keinen neuen Fisch holen. Das ist doch doof. 22. Der ist immer noch am günstigsten. Wassertemperatur 18 bis... Okay, der braucht ein bisschen wärmeres Wasser. Also ist das gar nicht so schlecht.
So. So. Pflanzen gehen immer noch nicht viel höher. Ich dachte, eine Pflanze reicht, aber nein, dann halt nicht. Ja, Temperatur ist halt so eine Sache, ne? Temperatur, Pflanzen und Dekorationen. Zeigt mir aber nicht, welche ich jetzt unbedingt nehmen muss. Also eigentlich ist es ja egal. Die wollen halt höhere Temperaturen haben. Das ist halt das Problem. Ich kaufe jetzt nochmal zwei. Dann mache ich irgendeine Dekoration. Weiß ich nicht. Ich kann nur die drei nehmen. Welcher Stein ist der günstigste? Der erste, ne? Ja, wobei der sieht doch ganz gut aus. Dann kaufen wir den auch noch mal. Und das ist ein besserer Filter. Art des Wassers. Da steht aber nicht, inwieweit die heizen kann. Die ist jetzt billiger. Die ist noch billiger. Das ist ja keine richtige Heizung. Das war. War das jetzt die. Ich nehme jetzt noch meine Heizung. Keine Ahnung. So. Leute. Zwei. Drei. Nein. Vier. Fünf. Sechs. Zack. Das wird jetzt sowas von bescheuert aussehen gleich, aber. Aber ich hoffe, wir kommen jetzt gleich mal auf die Werte. So, dann machen wir noch eine zweite Heizung rein. Zack. Die. Oh. Ich wollte das eigentlich nicht fallen lassen. Hallo? So. Die. Ach so. Ich hätte gar keine zweite kaufen müssen. Toll. Na gut. Temperatur geht aber immer noch nicht hoch, oder? Temperatur 15 Grad. Jetzt wollen sie auf einmal 15 Grad haben. Was denn nun? Die wollen das kälter haben, nicht so hoch. So. So. Nee, das sind 15 Grad. Hä? Kann ich hier? Krieg die Fische nicht. So, Temperatur. Hier steht leider nicht, welche Temperatur die haben wollen. Das ist das Problem. Ich nehme mal an, dass die mehr haben wollen, dass die das wärmer brauchen. Ich mache die jetzt mal beide auf 20 Grad. So. Nein. Ach, Leute. Nein, ich wollte die nicht wegmachen. Ach, dieses mit rechts-links klicken, das ist doch doof. So, jetzt haben wir hier zwei Heizungen drin und beide bis 20 Grad. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, wenn wir da zwei drin haben, aber egal. So. Fisch. Jetzt mag er das. Okay, Vegetation ist auch in Ordnung. Dekoration fehlt noch. Da haben wir ja noch ein bisschen. So, drei. Ach, geh mir nicht auf den Nerven. Drei, zack. Und vier. Wo stellen wir das Ding denn jetzt hin? Vier, irgendwo hier so in die Ecke. Ja. Ich kann's ablegen. Komm. So, zack. Ich kann es nicht lesen. Was steht da? Fische zu züchten, um Geld zu verdienen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eins davon und inspizieren Sie das Aquarium und verkaufen Sie Fische. Der Verkauf größerer Fische bringt mehr Geld. Ich will die aber nicht verkaufen. Ich will doch erstmal meine eigenen Fische hier haben.
Ja, aber soweit ist eigentlich alles im grünen Bereich. Wir könnten vielleicht noch mal ein bisschen Dekoration reintun. Anzahl der Fische, aber ich meine, das ist ja alles jetzt hier, ne? So. Und nun? Können die noch mal ein bisschen füttern vielleicht? Oder sollen wir die jetzt tatsächlich verkaufen? Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eins davon oder inspizieren Sie das Aquarium. Was wäre das? Ach, die haben schon ein Baby gemacht. Oh. Ja gut, aber ich soll ja offenbar nicht warten, bis das groß ist. Also verkaufen wir den Kleinen jetzt. Etwas fehlt hier. Ich weiß. Kauf und nimm einen Hintergrund für das Aquarium. Ein Hintergrund. Warum leuchtet das? Ah, das sind die Hintergründe. Wir können es auch ganz pink machen. Nein, das sieht schon besser aus. Oh, ist das teuer. Okay. Okay. Hallöchen. Aber das wird dann da dran gehangen, wo man. Dann mache ich das hier dran. In einigen Aquarien kannst du mehr Wände verwenden, um den Hintergrund zu platzieren. Kaufe einen weiteren Hintergrund und platziere ihn an der nächsten Wand. Oh. Reicht einer nicht? Na gut. Da das jetzt sehr teuer ist, mache ich das jetzt mal nach Anleitung. Ich hätte sonst drei geholt. Aber ich mache das jetzt erstmal so, wie die das sagen. Obwohl, sieht ja schon ganz schnieke aus, so, ne? Nimm eine Dekoration auf, zum Beispiel einen Stein, und platziere sie auf dem Hintergrund, um eine einzigartige. Was? Ein Stein. Habe ich die in alle reingeworfen hier? Den kann ich nicht aufheben, weil er da drunter liegt, oder was? Nee, Moment, das war, weil ich was in der Hand habe, oder? Ah, ja. Platziere sie im Hintergrund. Das war ein Stein. Hier drin steht zum Beispiel einen Stein und platziere sie auf dem Hintergrund. Wie soll ich die denn auf dem Hintergrund platzieren? Habt ihr sie eigentlich doch alle? Wie soll ich einen Stein im Hintergrund platzieren? Ja. Er ist mit dem Glas verschmolzen. Gut. Kaufe und hebe den Schaber auf, um unerwünschte Hintergründe zu entfernen. Den Schaber. Ich wusste doch, dafür brauchen wir dann nämlich noch ein bisschen Geld. Entferne einen Hintergrund aus dem Aquarium, indem du darauf klickst. Ich darf da gar nicht drauf klicken, oder? Ganz toll. Nein! Moment. Ich dachte, der meinte jetzt den Stein, der meinte den Hintergrund. Wir können unser Aquarium immer noch verbessern. Kauf und nimm eine Lampe. Okay, es war anscheinend doch nicht verbuggt. Die haben es nur ein bisschen komisch geschrieben. Lampe. Ja, so kaufen. Und dann. Mach den Schaber dafür weg. Ach, kann ich nicht. Okay, machen wir es so. Ist blöd, dass man das nicht da drauf. Doch, das nimmt er. So, stell die Lampe auf die obere Kante des Glases. Aber bitte von der Seite, sonst ist das blöd. Von mir aus auch da. So. Um die Lampe zu inspizieren, einstellen. Rosa. Natürlich rosa, damit unsere Fische alle total bekloppt werden. Erhöhe die Lampenleistung um die Hälfte. Ach so. Ja, wie soll ich denn die Hälfte von 1 machen? Die sind wieder lustig. Oder meinen die Hälfte von der ganzen. Das sind 40, dann müsste das auf 20. Du kannst auch Dekoration. Also mein Zimmer hat gerade gedacht, dass es sich selbstständig machen muss.
Ich werde da gleich mal in Ruhe nachgucken. Du kannst auch Dekorationen aus deinem Aquarium entfernen. Nimm eine Dekoration auf und lege sie in den Mülleimer. Es sieht aber irgendwie schön aus mit dem Rosa, muss ich sagen. Ja, aber wenn ich das mache, dann sind die Fische doch wieder ganz traurig. Was ist denn jetzt mit dem Stein hier? Ach, den können wir jetzt nehmen, oder was? Nee. Drücke G, um zu verkaufen. So, dann machen wir das an. Dann sind wir jetzt ganz clever. Moment. Dekoration. Ich darf keine Steine kaufen. Oh, ich hasse euch. Wieso kann man nicht einmal das machen? Na gut. Dann haben die jetzt gar keinen Lebenswillen mehr. Dekoration, lege sie in den Mülleimer. Bam. Ha! Treffer versenkt. Es ist an der Zeit, unser Aquarium aus der Nähe zu betrachten. Klicke auf das Aquarium, um in den freien Bewegungsmodus zu gelangen. Und dann. Ah! Hallöchen! Wenn du mit dem Durchsuchen deines Aquariums fertig bist, kannst du den freien Bewegungsmodus mit einem Rechtsklick wieder verlassen. Nö, das will ich aber nicht. Ich will jetzt erstmal gucken, wie das hier aussieht. Vor allen Dingen würde ich gerne die UI ausschalten. Was war da gerade mit Z? Achso, Z ist nach unten? Z ist nach unten. Es weiß nur keiner, wie ich wieder hochkomme. Na gut, ich gehe mal. Ich wollte eigentlich hier rausgehen. B vielleicht? T ist es nicht. Er auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich jetzt wieder groß werde. Wenn du mit dem Durchsuchen deines Aquariums fertig bist, kannst du den freien Bewegungsmodus. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Ah, so werde ich wieder groß. Herzlichen Glückwunsch. Dein Aquarium ist fertig. Hat der Gell mich jetzt erschreckt? Gute Arbeit, Sohn. Dein erstes Aquarium ist fertig. Es wird Zeit, sich mit einer echten Herausforderung zu stellen. Ich habe ein Problem mit dem Aquarium im Wohnzimmer. Kümmerst du dich darum? Natürlich gebe ich dir das Geld, um das zu kaufen, was du brauchst. Und du verdienst dein erstes Gehalt. Klingt das nach einem guten Angebot? Ja, wir haben ein neues Level erreicht. Und damit haben wir neue Fische und sogar ein Seepferdchen freigeschaltet. Muscheln, Seetang, Korallen, Hintergründe. Sehr, sehr geil. Folge dem Vater ins Wohnzimmer. Ja, ich würde sagen, bevor wir das tun, werde ich hier erstmal einen kleinen Cut machen, mich mal darum kümmern, was hinter mir gerade alles umgefallen ist. Ich weiß nur, es sind irgendwie ein paar Bücher und Notizblöcke und so weiter runtergefallen. Und ja, das war jetzt ein etwas langes Video. Es wurde dann aber auch teilweise ein bisschen komisch erklärt, muss ich auch gestehen. Teilweise wie mit dem Stein, das habe ich dann auch gar nicht gepeilt am Anfang, dass man überhaupt gar nicht den Stein wieder entfernen soll, sondern anscheinend den Hintergrund. Naja, aber es sieht auf jeden Fall schon recht gut aus, auch wenn das natürlich nur die Einführung war, wie man das alles macht. Ich muss mir auch mal die Tasten irgendwie aufschreiben. Vielleicht finde ich offline noch was dazu, wie man hoch und runter gehen kann. Eventuell kann man auch die UI ausschalten. Da werde ich mich auf jeden Fall mal drum kümmern. Auf jeden Fall soll dieses Video erstmal einen kleinen Einblick geben. Wie gesagt, falls ihr euch dafür interessieren solltet, ja, dass ihr da schon mal ein bisschen reinschnuppern könnt. Ich werde auf jeden Fall noch ein, zwei Videos heute machen, die die Tage dann auch hochgeladen werden. Ich weiß nicht viel über das Spiel, aber ich weiß, dass man irgendwann im Laufe des Spiels, wir sind ja jetzt gerade 14 noch, dass man riesige Aquarien tatsächlich dann auch einrichten soll und dann, ja, ich denke mal, seinen eigenen Aquazoo hat. Das war ja auch der Name, glaube ich, ne? Nicht Aquazoo, aber so ähnlich. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist noch ein bisschen holprig, aber ich freue mich trotzdem wahnsinnig drauf. Ich weiß nicht, wie regelmäßig ich die Folgen aufnehmen und hochladen kann. Ich werde aber jedes Mal, wenn ich wieder was aufgenommen habe, werde ich dann die Folgen immer wieder hochladen. Und ich werde das auf jeden Fall durchziehen, weil ich will mein eigenes Aquarium-Imperium haben. Ich würde sowas zwar niemals in der Realität machen wollen, von wegen Tiere einsperren und so weiter. Ja, auch bei Fischen finde ich es nicht gut. Und gerade bei den Aquarien denke ich mir mal, dass später dann wahrscheinlich auch vielleicht Seehunde noch dazukommen oder vielleicht auch nicht. Aber ich denke mal, so ein Oktopus oder so könnte auch dabei sein. Und da bin ich ganz ehrlich, das ist dann schon Tierquälerei für mich. Und ja.
Wie gesagt, in der Realität würde ich es definitiv niemals machen. Aber das ist ja keine Realität. Das ist ein Computerspiel. Das ist zum Abschalten da. Das ist vielleicht auch zum Lernen da, wie man das Ganze machen soll, wo man drauf achten soll. Und ich würde sagen, unser Ergebnis sieht gar nicht so schlecht aus. Es sieht so ein bisschen rosa aus. So durch die Farbe. Aber ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus. Und wir haben, ach du Scheiße, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 9 Nachwuchs wiederbekommen. Eieiei. Ich will gar nicht weiterreden. Ansonsten haben wir ja gleich 30 Fische im Aquarium drin. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.